Hey Leute, das ist das iPhone X und Pixel 2 XL, die wahrscheinlich besten Smartphones überhaupt. Doch das merkt man auch im Geldbeutel. Qualität hat halt seinen Preis, könnte man meinen, wenn da dieses Smartphone nicht wäre, denn für die Hälfte vom Geld wird es den beiden so richtig gefährlich. Design. Während die optischen Unterschiede letztes Jahr zwischen dem OnePlus 3 und 3T praktisch nicht vorhanden waren, ist es dieses Jahr eine ganz andere Geschichte. Alles, was gut war, ist glücklicherweise gut geblieben und das bedeutet, dass wir hier von einem Premium-Gehäuse sprechen, das ohne Frage auf einem Level mit dem Pixel, iPhone und Huawei-Geräten liegt. Der Lautsprecher an der Unterseite ist laut, kann aber leicht verdeckt werden und es gibt als Trost einen Kopfhöreranschluss. Hip hip, hurra! Geändert hat sich vor allem der Fingerabdrucksensor, der nun auf der mattschwarzen Aluminiumrückseite sitzt, weiterhin aus Keramik besteht und extrem zuverlässig im Bruchteil einer Sekunde das Gerät entsperrt. Ein weiterer Vorteil davon, das 5T sieht jetzt weniger aus wie ein iPhone 7 Plus und man kann die Nachrichtenleiste nach unten wischen. Doch, halt, Moment mal, was geht denn da auf der Vorderseite ab? Display. Ich habe mal getwittert, dass es mir schon reichen würde, wenn das Display im OnePlus 5T richtig rum eingebaut wäre und Halleluja, genau das ist der Fall. Das allein wäre schon ein Grund, schreiend herumzurennen, aber das mache ich jetzt mal nicht, ich bleibe weiter seriös, denn das war noch nicht alles. Wie in 2017 so üblich, wollte auch OnePlus ein 18:9 Display mit super dünnen Rändern einbauen und deswegen haben sie das auch einfach getan. Die Vorderseite ist dadurch fast nur noch ein Display und zum ersten Mal seit es die Firma gibt, findet man statt einem 5,5 Zoll Display eines mit 6 Zoll vor, welches aber weiterhin dieselbe Pixeldichte hat. Die Farbdarstellung kann nach den eigenen Vorlieben angepasst werden und diese Freiheit hätte ich mir auch bei der sprunghaften automatischen Helligkeit gewünscht. Zugegeben, ein LG V30 hat ebenfalls 6 Zoll und zusätzlich noch Quad HD trotz dünnerer Displayränder, aber kostet auch mehr und hat den folgenden Vorteil nicht. Software. Was die Software angeht, haben wir hier ziemlich genau dasselbe wie auf dem OnePlus 5. Das bedeutet Android in einer sehr minimalistischen Version, so wie sie von Google selbst entworfen wurde und nicht so ein Quatsch wie in Samsung, Huawei und Co. verzapfen. Bei OnePlus ist alles modern, stylisch und es warten überall kleine schöne Animationen, die stets butterweich laufen. Das ist auch eine gute Sache, wenn man an die Zukunft denkt, denn man muss sich ehrlich gesagt keine Gedanken darüber machen, ob dieses Smartphone irgendwann mal langsamer werden könnte. Ich habe heute noch Menschen in meinem Freundeskreis, die das OnePlus One nutzen und es beeindruckt mich jedes Mal aufs Neue, dass das immer noch wie von der Tarantel gestochen läuft. Mein einziges Problem ist, dass Android 7.1 nun vor Monaten von 8.0 abgelöst wurde. Und der Prozessor, bis zu 8 GB Arbeitsspeicher, Dual-SIM und so weiter die exakt selben Komponenten wie im OnePlus 5 sind. Also trotz der vielen Monate, die sie Zeit hatten, haben sie es nicht fertiggebracht, ein Update zu liefern und kündigen es auch erst für 2018 an. Aber lieber das, als die neueste Version von Android in einer stark verunstalteten Version, wie das sonst asiatische Smartphones so machen. Denn versteht mich nicht falsch, direkt nach den Pixel-Geräten ist es OnePlus, die schönste und schnellste Software haben. Und apropos schnell, Face Unlock ist so schnell, dass ich es zum ersten Mal lieber als den Fingerabdrucksensor genutzt habe und das iPhone X daneben, trotz der höheren Sicherheit, alt aussieht. Kamera. Was mich am meisten überrascht hat, ist, dass beim 5T die Kamera nochmal überarbeitet bzw. sogar komplett neu durchdacht wurde. Wir hatten früher einen Zoom und eine normale Linse. Dieser Zoom ist jetzt weg und nur noch die Megapixelzahl ist unterschiedlich. Das wirklich Komische daran ist, dass der 20-Megapixel-Sensor nicht so wie der 16-Megapixel-Sensor erst im Dunkeln aktiviert wird. Mehr Megapixel bedeuten ja eigentlich mehr Bildrauschen. Doch hier werden 4 Pixel zu einem zusammengerechnet, um einen größeren Pixel zu simulieren. Was, wenn man so will, bedeutet, dass es eigentlich eine 5-Megapixel-Kamera ist, nur mit dem Vorteil, dass sie, wenn nötig, mehr Megapixel für schärfere Bilder zur Verfügung hat. Ziemlich clever und tatsächlich, im Dunkeln entstehen hellere, rauschärmere Bilder. Sind sie weltbewegend besser als das, was man von anderen Smartphones kennt? Nope, sicherlich nicht, aber trotzdem heller als die Hauptkamera, welche übrigens in gutem Licht dank einer 1.7 Blende und anderen Verbesserungen tolle Bilder schießt. Mir gefällt der Dynamikumfang und die Ästhetik der Farben sehr gut. Nun könnte man sich noch fragen, warum sie dann nicht direkt nur den 20-Megapixel-Sensor verbaut haben und die Antwort ist simpel, es gibt wieder einen Porträtmodus. Er ist jetzt auch besser und mir gefällt die Art, wie der Hintergrund unscharf gezeigt
bezeichnet wird, gut mit den Lichtbällen. Das macht Apple beispielsweise leider nicht und deswegen finde ich, dass das OnePlus 5T in dieser Hinsicht sogar besser als das iPhone X ist, aber nicht so fortgeschritten wie das Pixel 2. Erst dachte ich, dass die Dual-Kamera zeigt, dass man keine Dual-Kamera braucht, weil das Pixel 2 alles mehr und besser mit nur einer Kamera kann, aber man muss sagen, dass OnePlus einfach nicht die Ressourcen von Google hat und in diesem Preisbereich auf jeden Fall die Konkurrenz abhängt. Akku. Der Akku ist so groß wie im Vorgänger, also 3300 mAh und dadurch, dass das Display größer geworden ist, kleiner als ich mir das gewünscht hätte. Ist ja nur logisch, dass die Akkulaufzeit deswegen kürzer geworden ist. Könnte man denken. Aber nein! Seht euch mal diese Displaylaufzeiten an, das ist beeindruckend. Der Akku war bei mir nie vor dem in die Haier gehen leer und im Notfall wäre ja Dash Charge für mich da gewesen. In 30 Minuten von 10 auf über 70% aufladen. Das Gerät bleibt dabei eiskalt und in dieser Form bekommt das kein anderer Hersteller so gut hin. Ein echtes Killer-Feature also und ohne Frage die Zukunft. Das ist laut OnePlus auch der Grund, warum sie gezielt auf Wireless Charging verzichtet haben. Es wäre deutlich langsamer und weniger effizient gewesen. Da haben sie in gewisser Hinsicht auch recht, aber ein nettes, optionales Feature ist das trotzdem allemal. Fazit: Das OnePlus 5T ist, was das 5er hätte von Anfang an sein sollen. Es ist genauso Premium wie jedes andere Top-Smartphone, hat jetzt ein zeitgemäßes 2:1 Display und sogar feinere Verbesserungen wie die Kamera. Es wurde sich hier definitiv auf die essentiellen Features eines Smartphones konzentriert und nur dort, wo es wirklich Sinn macht, haben sie mehr Zeit und Geld investiert, wie zum Beispiel beim Dash Charge oder aber allgemein der Software. Das OnePlus One hat seinerzeit 300 € gekostet und war damit auch 300 € günstiger als vergleichbare Premium-Smartphones. Heute ist das immer noch so, obwohl es jetzt 500 € kostet, weil alle anderen halt noch viel teurer geworden sind. Ein Galaxy S8 ist dank dem Preisverfall inzwischen in einem ähnlichen Gebiet und hat noch ein, zwei nette Features wie ein Quad-HD-Display oder Wasserfestigkeit, aber unterm Strich ist OnePlus vielmehr meine Welt. Wer also nicht das Geld für so ein schickes Pixel 2 XL hat oder ausgeben will, der muss jetzt keine Sekunde länger suchen und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao!